Der Opal, Australiens nationaler Schmuckstein, ist eines von 7 offiziellen Symbolen des Landes. Dabei entstanden Opale lange bevor die ersten Menschen den Planeten Erde bevölkerten. Vor 110 Millionen Jahren war das australische Festland durch einen flachen Binnensee getrennt, in dem es von Lebewesen wimmelte. Allerdings ganz andere Arten als heute. Es war das Zeitalter der Dinosaurier. Ein kleiner 3 Meter langer Pliosaurier stirbt. Er sinkt auf den Meeresboden und wird in den Sedimenten begraben. 35 Millionen Jahre später beendet vermutlich ein Meteoriteneinschlag auf der Erde das Zeitalter der Dinosaurier und die meisten Arten sterben aus. Wissenschaftler gingen bislang davon aus, dass ein Klimawandel vor etwa 30 Millionen Jahren eine Verwitterung der Oberfläche verursachte. Dabei wurden große Mengen an gelöster Kieselsäure freigesetzt, die dann nach unten sickerte und sich in Spalten und Hohlräumen als Opalgestein ablagerte. Jüngste Studien aus Deutschland weisen jedoch kleinste Mikroben in allen Opalarten nach. Dies stellt nicht nur die weitgehend anerkannte Theorie in Frage, sondern auch den Zeitpunkt der Opalisierung, da man nun davon ausgeht, dass Opale über 70 Millionen Jahre älter sein könnten als bisher angenommen. 1960 entdeckte ein Minenarbeiter auf Guns Gully in Endamooka das opalisierte Skelett eines Pliosauriers, der vor 110 Millionen Jahren starb. Der 3 Meter lange Pliosaurier bekam den Kosenamen Nessie, benannt nach dem sagenumwobenen Monster von Loch Ness. Dieser seltene Fund wurde 1980 von der National Opal Collection erworben. Einige Teile des Skeletts weisen sogar ein Farbspiel auf. Nessie sowie unzählige weitere opalisierte Fossilien können in der National Opal Collection bewundert werden. Hier sieht man Kieferknochen von frühgeschichtlichen Säugetieren, die bereits auf dem Titelblatt der Zeitschriften International Nature abgebildet waren. Diese Eigentümlichkeit bezeichnet man als Enhydrit. Urzeitliches Wasser wurde bei der Entstehung im Opal eingeschlossen.